Wir gehen mal spazieren, denn wie du sehen kannst, ist die Gegend faszinierend. Doch mir steht die Last mit dir, denn das Unternehmen kommt nur mit jeder Menge Bier. Siehst du diesen Spielplatz, wo jeder viel macht, los, sie gehen auf einen Spieren. Wie sie da am Sandkasten sitzen, sich anmachen müssen und mit Schandtaten rüsten. Wie sie vom Grund auf meistens den Mund aufreißen und drauf scheißen. Nein, wisch nicht den Sabber weg, weil sonst hast du auf deinem Taschentuch ein Kackerfleck. Oh Gott, wie sie nerven und klären. Eine erbärmliche Lärm, sie denken, dass sie gerne wären. Stopp, es ist längst der Publik. Sie nennen das Musik, schwer zu erklären. Was? Da hat sich der eine ausgekotzt, denn sie finden Mädchen doof, die meisten Frauen sind Elfwort. Schlägt nicht so, doch liegt es nicht am Elternhaus. Sind halt Menschen, die denken, diese Welt nicht rau. Ja. Hier ist Abad und Spruch und es laufen am Pferd. Wir baggert den Schmutz und holt auf die Lanterne. Ihr baggert hier den Kopf, wollt dann dauert uns lernen. Die Mama liegt kurz und ist auch schon genervt. Ihr kotzt und knackt, rum ist links weit beschwert. Weil trotzdem der Passform sind zu erklären. Wird trotzdem Verhaftung doch inhaltlich leer. Der Kopf ist der Schwach und das Kind zu überkehren. Kindskörper im Strandplan und Sneakers machen viel Rabatt und die Stadt zum Spielplatz. Ihrer Kleinigkeit, Eitel und Streitigkeiten, weil sie nicht auf dem heimischen Teppich bleiben. Zu viel Energie, zu viel große Schnauze. Es wird auch wie in der großen Pause. Und diese Kids sind im Vorschulalter. Wir untersuchen sie mal der Forschung halber. Keiner gönnt dem anderen den kleinsten Sandkuchen. Hat ein Kind eingebaut, hörst du vom Handkuchen. Taktplatz gemacht, wenn die Ruhe kommt vom Mismus. Individualisten werden kompromisslos geächtet und wurden von der Schaukel geschubst oder kriegen den Schubs mit der Schaufel und auf über den Haufen gerutscht, wird gedicht und gekollt. So ist Business von heute bis einer Heu. Mono, ne? Ja. Rap wäre gern groß. Alles unterwachsen und benimmt er sich so, wie es Kleinkinder machen. Meistens ist er am Teichen und Quatschen, zu oft aggressiv, am Beißen und Kratzen. Er ist schon weit über 18, doch hat den Kopf immer noch voller Schwachsinn. Er kann es gar nicht verkraften, dass alle anderen nur auf ihn herabsehen. Eigentlich will er hoch hinaus, doch scheinbar sind bei den Großen die Ohren taub. Er zeigt keine Gefühle, gibt sich hart, macht auf cool und sitzt im Gras. Er protzt, um zu zeigen, er habe viel Kraft, er seht doch von seinem bombastischen Piepmann. Es ist nicht so peinlich, denn eigentlich sieht man durch ein Verhalten sonst nur auf dem Spielplatz. Hier ist aber schon Schmutz und gut auf dem Landwerk. Ihr rackert den Schmutz und fällt auf dem Landwerk. Ihr rackert den Muck, heute dauert uns lernt. Die Mama, die guckt und ist auch schon genervt. Ihr kotzt und kackt und es bricht bald und schwer. Euch kotzt der Pass von dem zu erklären. Mit Trotz und Verachtung, doch inhaltlich leer. Der Kopf ist der Schwach und das Kind zu erklären. Die Big Ghost Cut. Ein kleiner Applaus bitte.